Ich grüße euch heute hier im Kleinen Krieger mit einem neuen Video unter der Rubrik Wie funktioniert? Dafür haben wir uns heute Star Wars Legion herausgeholt, Asmodees und Fantasy Flights Streich am Tabletop-Hebel. Wir werden uns jetzt anschauen, wie man dieses Tabletop im Star Wars Universum, nämlich Rebellen gegen Imperium, genau spielt. Wie die Mechaniken sind, wie der Spielaufbau ist, wie man sich eine Armee zusammenstellt und auf was man genau achten muss im Spiel. Abgesehen von den Truppen, die man im Startspiel hat, mit denen man einige Gefechte schon fahren kann, besteht ein ausgewogenes Spiel bei Star Wars Legion aus einer 800-Punkte-Streitmacht. Die baut man auf, indem man sich für eine der beiden Seiten entscheidet und eine entsprechende Streitmacht hochzieht. Es gibt einen Armeeorganisationsplan, den man einhalten muss. Dafür hat man eine Mindestanzahl von einem Kommandanten und drei Truppeneinheiten. Als Beispiel hier hätten wir Luke als Kommandant. Und als Truppeneinheiten hätten wir einmal einen Flottentruppler und zwei Einheiten normale Rebellentruppler. Damit hätten wir schon mal den Grundstock gelegt, auf dem wir aufbauen können. Wie weit können wir aufbauen? Wir haben in dem Plan eine zusätzliche Auswahl an einem Kommandanten, also bis zu zwei. Drei zusätzliche Auswahlen für Truppen, also bis zu sechs. Dazu noch bis zu drei Eliteeinheiten, drei Unterstützungseinheiten und zwei schwere Unterstützungseinheiten. Je nachdem, was man zur Verfügung hat. Wie können wir jetzt allerdings unsere Streitmacht da noch weiter individualisieren? Schauen wir uns dafür einmal so eine Karte hier an. Nehmen wir als Beispiel einen Rebellentruppler. Auf der Rückseite haben wir meistens gerne einen kleinen Flufftext. Manchmal, wenn eine Sonderregel etwas ausgewogen beschrieben werden soll, steht das hinten auf der Rückseite. Ganz kurz. Luke, Sonderregel steht hinten drauf. Schauen wir uns also mal die Vorderseite an. Wie ist so eine Truppe aufgebaut? Als erstes mal Punktkosten. Zum Beispiel hier, Rebellentruppen, 40 Punkte, zweite Truppe 80, je nachdem wie oft du sie bauen möchtest. Als nächstes haben wir Aufwertungsmarker. Das sind die Extras, die man dieser Truppe kaufen kann. Zum Beispiel eine schwere Waffe, einen zusätzlichen Truppentypen, also Einheiten-Guy. Bei diesen Ausrüstung, Granaten, immer wieder individual bei jeder Einheit. Was haben wir noch auf dieser Karte? Wir haben die Grundanzahl an Figuren. Hier oben, über hier. Vier Modelle. Das heißt, du hast einen Befehl, du hast einen Befehlshaber der Einheit, immer der etwas auffälligere Junge, und drei zusätzliche. Einheit wird größer, wenn du mehr Leute dazu kaufst. Was haben wir noch? Lebenspunktewert pro Modell, das ist die grüne Zahl. Ein Lebenspunkt, verliert den, wird ein Modell ausgeschaltet. Und ein Moralwert, das kommen wir dann später im Spiel, für was das wichtig ist. Hier unten die kleine Symbole hier, manchmal hast du oben eins, manchmal hast du unten. Nehmen wir hier nochmal den lieben Luke als Stützrad dazu. Wenn du im oberen Symbol was hast, dann zeigen wir später mal, wie wir würfeln. Erzeugen solche Sternsymbole einen zusätzlichen Effekt. Wenn es unten ist, ist es beim Verteidigungswürfeln. So, dieser Symbol für einen zusätzlichen Effekt. Auch gleich gesehen, Angriffswürfel W8er, Verteidigungswürfel W6er. Was haben wir noch auf diesen Karten? Ein Bewegungsmarker, wie viel sich diese Einheit bewegen kann, bis zu einer Maximalreichweite. Zwei Stäbchen sagt, du hast eine zweifache Länge. Dafür gibt es unterschiedliche Bewegungsstäbchen, 1, 2 und 3. Sprechen wir hier, siehst du hier die Anzahl. Unten unterschiedliche Waffentypen. Beispielsweise hier, der Rebellentruppler hat einmal einen Nahkampfangriff, hier durch das rote Symbol, und einmal einen Fernkampfangriff. Im Fernkampfangriff siehst du gleich die Reichweite, wie weit er schießen kann und mit welchen Würfeln er den jeweiligen Angriff durchführt. Das ist kurz zusammengefasst die einzelne Einheitenkarte. Sonderregeln stehen, wenn sie klein sind, noch auf der Vorderseite. Wie gesagt, wenn manchmal noch größere Sonderregeln, manchmal bei Waffen, auf der Rückseite. Damit baut man sich seine Truppe jetzt auf bis zu einer 800-Punkte-Einheit. Und neben diesen Einheiten hat man auch für jede Einheit, die man kauft, zusätzlich unten noch einen Befehlsmarker. Das ist wichtig dann innerhalb des Spieles für Aktivierung von Einheiten. Aber wie gesagt, ich kaufe mir einen Chef, ich kriege eine Chefmarke, ich kaufe mir drei Truppen, ich kriege drei Truppenmarken. Neben der Streitmacht, die man sich aufbaut, erstellt man auch noch ein Kommandodeck. Ein Kommandodeck besteht aus 7 Kommandokarten. Wo bekommt man Kommandokarten her? Neben den Kommandokarten, die man im Grundspiel hat, basierend auf den drei generischen und da man Luke drin hat, auch Luke, kriegt man, wenn man sich einen zusätzlichen Kommandanten holt, auch immer noch seine Kommandokarten dazu. Beispielsweise bei Leia hast du neben ihren Ausrüstungsoptionen
und ja, ihre Karte selbst, auch noch ihre drei Kommandokarten, die sie ins Spiel bringen kann. Wie baut man jetzt daraus einen Kommandokartenstapel? Als erstes, immer im Stapel enthalten, ist die Bereitschaft. Zusätzlich nimmt man noch zwei Karten von jeden Initiativschritt, dazu dann später im Spiel. Was sind das? Hier oben anzusehen, an den Punkten 1, 2 und 3, darf man zwei Karten von jedem Initiativschritt noch mitnehmen. Sollte man beispielsweise Luke und Leia in seiner Streitmacht enthalten haben, kann man sich entscheiden, für Initiativschritt 1, 2 von den Initiativschritt 1 Karten mitzunehmen. Ob man jetzt zum Beispiel die von Leia nicht möchte, fliegt sie raus und man hat die beiden generischen hier. Dann entscheidet man sich für Luke und Leas Zweierkarte. Dann fliegt die Zweier raus. Und hier beispielsweise, man möchte Leas und die generische Dreierkarte. Kommt hier drauf und Luke seine fliegt raus. Und man hat einen 7-Karten-Stapel mit 2 Dreiern, 2 Zweiern, 2 Einern und dem generischen Vierer. Sollte man natürlich nur einen Kommandanten haben, ist natürlich die Wahl, welche Karten man nimmt, relativ einfach. Es sind die 4 generischen und die 3 des Kommandanten. Nachdem beide Spieler ihre Streitmächte bereitgestellt haben, kommen wir zum Spielaufbau. Beim Spielaufbau geht man einfach vor. Als erstes wird das Schlachtfeld abgesteckt, dafür hat man einen 90x180 großen Tisch, Zentimeter. 3x6 Zoll, wenn man nach Zoll spielt. Gelände wird aufgestellt, dass die Spieler einigen sich auf das Geländeaufstellung. Und dann kommen wir auch schon zum lustigen Punkt, nämlich den Kommandokarten. Dafür wird jeweils eine Kopie jeder Kommandokarte, die zur Verfügung steht, falls zum Beispiel ein Spieler hat Zugriff auf mehr Karten anstatt der andere, wird von jeder zur Verfügung stehenden Karte eine Kopie in den jeweils farblichen Stapel reingemischt und 3 davon gezogen und bereitgelegt. Dafür haben wir einmal Aufstellungen. Einsatzziele. Und Bedingungen. Kurz erläutert, Aufstellung erklärt sich ja von selbst, wie die Figuren und die Armeen aufgestellt werden. Einsatzziele, um was geht es in dem Spiel? Nicht nur blankes Abschlachten, sondern irgendwie Missionsziele sammeln. Und Bedingungen können immer noch jeweils klimatische oder umgebungstechnische Bedingungen erklären. Wie wird jetzt ausgesucht? Der Spieler, der mit weniger Punkten zur Schlacht kommt, beispielsweise 795 gegen 798, darf der Spieler mit weniger entscheiden, ob er Spieler blau oder Spieler rot ist. Das ist nämlich auch wichtig, immer hier für die Aufstellungszonen. Und Spieler blau ist auch der, der als erstes jetzt Karten weglegt. Wie genau das funktioniert? Von links nach rechts dürfen jetzt die Spieler abwechselnd, jeweils zweimal, Karten weglegen. Als Beispiel, Spieler Blau 1 ist nicht mit der Aufstellung zufrieden und sagt, die möchte ich nicht. Verdeckt die also. Jetzt ist Spieler 2 dran, eine Karte abzulegen, wenn er denn möchte. Und sagt, na, die Bedingungen passen mir nicht, Bedingung weg. Spieler 1 sagt jetzt wieder, diese Aufstellung will ich auch nicht haben. Ich möchte beispielsweise hier die klaren Fronten und sagt, auch diese Aufstellung verschwindet jetzt. Und Spieler 2 sagt, okay, dann möchte ich aber auch, dass die Einsatzziele sich ändern. Jetzt haben beide Spieler ihre zwei Züge hierbei gemacht und jetzt schaut man, welche am linksten offene Karte wir haben. Wir haben jetzt diese Aufstellung, diese Einsatzziele, diese Bedingungen. Ein kurzes Gegenbeispiel zur Verständnis. Ein Spieler hätte bei einem Punkt auch sagen können, ich passe. Hätte beispielsweise Spieler 1 blau gesagt, ach Runde 1, passt mir eigentlich alles, ich sag mal, ich passe. Dann sagt Spieler 2, okay, dann nehme ich meinen Zug hierfür. Spieler 1 sagt jetzt wieder, gut, dann ziehe ich hier nochmal einen nach und nehme hier hinten das. Die letzte Karte kann man nie weglegen, wichtig, also keine Sorge. Und dann sagt Spieler 2 wieder, na gut, dann nehmen wir halt das hier. Dann hätten wir jetzt diese Aufstellung mit dem Missionsziel und den Bedingungen. Klingt ein bisschen kompliziert, kriegt man aber bei ein, zwei Mal probieren ganz leicht heraus. Nachdem jetzt dann also das Schlachtfeld definiert wurde und Einsatz- und Ziel- und Bedingungskarten abgehandelt wurden, werden Einheiten aufgestellt.
Spieler Blau, also der jetzt die blaue Seite hat, beginnt seine erste Einheit aufzustellen. Danach ist Spieler Rot dran. Man stellt abwechselnd Einheiten innerhalb seiner Aufstellungszone auf. Danach bereitet man noch Vorrat zusammen für Wundenmarker, Niederhaltmarker etc. Bums und kann quasi schon mit dem Spiel beginnen. Zu Beginn einer Runde wählt jeder Spieler eine seiner Kommandokarten von seiner Hand und legt sie verdeckt vor sich hin. Danach werden beide Karten gleichzeitig aufgedeckt. Ich lese mal hier rüber. An dieser Karte ergibt sich A, der Initiativewert des jeweiligen Spielers diese Runde, als Beispiel das Imperium, hat einen Initiativewert von 1, hier oben am Punkt zu erkennen, und die Rebellen einen Initiativewert von 2, hier an diesem Punkt zu erkennen. Was heißt das? Das heißt in dem Fall, dass das Imperium dieser Runde als erstes eine Einheit aktivieren darf, weil sie die größere, bessere Initiative haben. Zusätzlich dürfen sie einer Einheit einen Befehl erteilen, währenddessen die Rebellen zwei Einheiten einen Befehl erteilen können. Was heißt Befehl erteilen? Wir wählen einen Kommandanten aus unserer Streitmacht, der zuerst der mit der niedrigen Initiative, und messen von ihm eine Dreierlänge, das ist der lange Stab, den ich hier gerade durchhalte, und schauen, welche Reichweite Einheiten sind, um Befehle zu erhalten. In dem Fall hier einmal alle. Kann auf dem großen Schlachtfeld manchmal wichtiger sein. Einheiten, die nicht in Reichweite zu dem jeweiligen Kommandanten sind, kann man keinen Befehl erteilen. Wie erteilt man einen Befehl? Man nimmt den Befehlsmarker des jeweiligen Truppentypes und legt ihn offen neben diese Einheit. Beispielsweise hier, Unterstützungseinheit, kommt dieser Unterstützungsmarker offen daneben hin. Alle restlichen Einheiten, die keinen Befehl erhalten haben, mischen ihre Befehlsmarker in einen Pool. In dem Fall hier der Truppenmarker und der Kommandantenmarker werden verdeckt, gemischt oder in einem, sagen wir mal, Würfelbeutelchen oder Ziehbeutelchen, wie man das nennen möchte, weggepackt, dass man verdeckt im Zweifelsfall einen Befehlsmarker ziehen kann. Hier drüben nochmal als Beispiel, wir haben hier Lea, hat zwei Einheiten, die sie Befehle erteilen kann. In dem Fall hier, sagt sie den Rebellen, Truppen, bupp, kommt der Marker offen daneben. Und der AT-RT. Und damit haben wir bei ihr nur noch ihren Marker verdeckt liegen. Wenn man jetzt eine Einheit aktiviert, hat man die Option, entweder eine Einheit zu wählen, deren ein Befehl erteilt wurde, oder zufällig einen Blip zu ziehen. Das heißt, in dem Fall, das Imperium hier, wenn es jetzt dran ist, kann sagen, ich aktiviere meine Speeder oder hat in dem Fall jetzt die 50-50 Chance, den Kommandomarker oder den Truppenmarker zu ziehen. Dadurch kann er natürlich nicht wissen, ob er jetzt genau das kriegt, was er möchte. Wenn er zum Beispiel die Truppen aktivieren möchte, aber jetzt dann zum Beispiel hier Vader zieht, dann hat er jetzt Vader dran und muss mit einer Einheit dieses Trupps auch aktivieren. Der Rebell hat es in dem Fall etwas einfacher, weil bei drei Einheiten, zwei einen Befehl erteilt, er weiß, was hier drunter liegt. Sollte man mehrere Truppen des gleichen Types in einem Stapel haben, zum Beispiel noch eine zweite Einheit Stormtrooper, hat man ja einen zweiten Befehlsmarker von normaler Infanterie. Und man zieht so einen Blip, darf man sich entscheiden, welche von den jeweiligen Einheiten man aktiviert. Also zum Beispiel der Vorteil, hat man eine Armee bestehend aus 6 Truppeneinheiten und zieht einen Truppenmarker aus dem zufälligen Stapel, darf man einen dieser Einheiten aktivieren, solange sie sich nicht schon einen Befehl zugeteilt haben, weil jede Einheit nur einen Marker ja hat. Manchmal haben Einheitenkarten auf ihre Befehlskarten noch einen Extratext. Der kommt dann immer jeweils zum Tragen, wenn der jeweilige Effekt aktiviert wird, beispielsweise hier bei Leia seiner Karte. Das haben meistens spezielle Kommandokarten, generische aktivieren einfach nur Einheiten. Diese Karte beispielsweise hatte auch die Einschränkung, dass mit ihr nur Trupplern Befehle erteilt werden könnten und keinen Fahrzeugen. Darauf immer achten bei Kommandokartenwahl. Beginnen wir mit den Aktionen bei der Bewegung. Dies ist auch die einzige Aktion, die eine Einheit zweimal pro Runde aktivieren kann. Ja, gleich richtig. Jede Einheit hat zwei Aktivierungen. Genau, zwei Aktivierungen hat jede Einheit, von denen die keine doppelt sein kann, außer Bewegung, die darf doppelt sein. Beginnen wir mit einem kleinen Beispiel einer imperialen Patrouille hier auf einem kleinen, nicht näher bekannten Wüstenplaneten. Beginnend mit der Infanterie. Die Sturmtrupper entscheiden sich also, sich zu bewegen. Dafür wählen wir als erstes den Einheitenkommandanten. Das ist der nette Kerl hier. Und bewegen ihn.
Stormtrooper haben eine Bewegung von 2, das heißt, an diesen Kommandanten wird dieses Stäbchen drangelegt und bis zu der finalen Position dieses Stäbchens darf sich der Kommandant jetzt bewegen. Upp. Das ist auch die eine und einzige festgelegte Bewegung, also die einzige, die man wirklich so strikt misst. Nachdem der Einheitenchef platziert worden ist, wird die gesamte Resteinheit in einer Entfernung von einem Summenstäbchen, also maximum ein Summenstäbchen, platziert. Beispielsweise einen können wir bis dahin packen, aber auch auf kürzere Distanz, zum Beispiel bis hierhin. Hierhin und hierhin. Damit befindet sich die Einheit in Formation zueinander und alles passt. So viel zur Infanteriebewegung. Kommen wir zur Fahrzeugbewegung. Fahrzeuge haben, wie man auf den Bases schon erkennt, Front, Rücken, Seite. Wenn sich ein Fahrzeug bewegt, beispielsweise hier diese Gleiter, behalten Sie Ihre Ausrichtung bei entsprechend der Länge des Stäbchens. Als Beispiel, diese Gleiter haben eine Sonderregel mit der Sonderregel Gleiter 1. Das heißt, Sie dürfen sich nicht nur über Gelände, beispielsweise mit einer Höhe von 1, ohne Abzug drüber bewegen. Da gibt es nämlich sehr viele Regeln für sehr viele Einheiten, die sehr viele Ansprüche haben kann für Gelände. Das kommt dann immer schnell beim jeweiligen Gelände dabei. Die ignorieren alles, was eine Höhe von 1 hat. So, dann nimmt man den Einheiten-Champion hier. Hier, Mister, ich schieße nach hinten. Mupp. Und platziert den. Sollte man sich bei denen entscheiden, ihn vor seinem Endpunkt zu platzieren, also nicht hier, sondern irgendwo davor, entgeht man gerade der Linie. Beispielsweise hier müsste er in diese Richtung gucken, wenn er auf dem Stäbchen hier endet. Oder so, wenn er zum Beispiel nur bis dahin fliegen möchte. Seine Pflichtbewegung von Gleiter 1, eine volle Bewegung nach vorne, muss er natürlich in der vollen Bewegung beenden. Bupp. Steckt er hier. Jetzt platzieren wir auch hier wieder sein Truppenmitglied in einer Entfernung zu ihm. Das muss aber auch genauso ausgerichtet sein wie er. Also er guckt kerzengerade in diese Richtung, also muss auch der Typ, der daneben steht, kerzengerade in diese Richtung schauen. Nach dieser Bewegung, Pflichtbewegung, die gratis und extra zu ihr ist, nämlich wichtig, Gratisaktionen generieren extra Aktionen, währenddessen Aktionen auf Einheitenkarten, die sagen, es ist eine Aktion, musst du als Aktion bezahlen. Pflichtbewegung, Gratisaktion, jetzt kann er sich noch einmal bewegen. Er kann sich auch bei seiner Normalbewegung durchaus auch entscheiden, kleiner zu fliegen als sein Maximalstäbchen. Das können auch zum Beispiel die Sturmtruppler machen, wo es bei Infanterie jetzt nicht so wichtig ist. Kann das bei Fahrzeugen durchaus mal wichtiger sein, wenn man zum Beispiel mal so eine kleine Kurve fliegen möchte. Dann platziert man nämlich diesen Marker so hier dran. Mupp. Und kann dann bis so. Mupp. Und dann hat man auch den in der gleichen Ausrichtung daneben. Kommen wir zur Aktion Schießen. Wenn man mit einer Einheit schießen möchte, braucht man erstmal ein passendes Ziel. Das Ziel hat man, wenn man von seinem Einheitenchef einen feindlichen Einheit in Reichweite hat. Wie hat man eine Einheit in Reichweite? Erstmal wählt man mit jedem Modell der Einheit, die schießen möchte, eine seiner Waffen. Manchmal hat man unterschiedliche Waffen, muss sich für eine von denen entscheiden. Dann schaut man, ob die feindliche Einheit in Reichweite ist. Dafür werden alle Reichweiten vom Einheiten-Champion, also besser gesagt Leader, Anführer, wie man es auch immer nennen möchte, gemessen. Beispielsweise hier ist der Trupp Sturmtruppler vom Einheitenchef in Reichweite 2. Das heißt, alle Waffen mit der Reichweite von 1 würden nicht drankommen. Selbst wenn ein Modell des Trupps weiter vorne stehen würde und von ihm aus es reichen würde, gemessen wird vom Einheitenanführer. Dann generiert man entsprechend einen Würfelpool. Jeder von diesen Rebelltrupplern hier hat ein Blastergewehr, das einen schwarzen Würfel hat. Also einen schwarzen W8 für jeden Rebell. Dann schießt man aufs Ziel. Man nimmt dieses Generierungswürfel und schmeißt da mal was hin. Was haben wir denn hier Schönes? Sternsymbol, Treffer, Treffer, Leerseite. Jeder Treffer ist ein Treffer. Sollte jetzt zum Beispiel die Einheit noch eine Fähigkeit haben, die ihm offensiv erlaubt, das in einen zum Beispiel Treffer oder Crit-Symbol zu machen, wäre jetzt dieser Stern ein Treffer.
Da die Rebellen das nicht haben, die sind da eher defensiv eingestellt, zählt das quasi hier wie eine Leerseite. Haben wir also zwei Leerseiten. Zwei Treffer bei den Sturmtruppen. Die verteidigen sich jetzt. Sturmtruppen haben einen Verteidigungswert von Rot. Das heißt, für jeden Treffer, der durchkommt, normaler Treffer oder auch kritischer Treffer, würfeln sie einen Würfel. Und für jedes Ziel wird ein Treffer, blinkt er ab. In dem Fall kein Schaden. Das gleiche Szenario noch. Diesmal ist der feindliche Trupp in Deckung. Wie wird Deckung gemessen? Die schießende Einheit zielt also auf die feindliche Einheit. Und wenn sich bei der feindlichen Einheit die Hälfte davon in Deckung befindet, das heißt, man misst vom Mittelpunkt der Base des Anführers, der schießen möchte, zum Mittelpunkt jedes feindlichen Modells und davon ist mindestens die Hälfte hinter einem Geländestück, zählt die Einheit als in Deckung. Dabei gibt es unterschiedliche Stufen, es gibt leichte und schwere Deckung. Dazu kommen wir jetzt beim jeweiligen Wurf. Wir haben hier ein Crit, zwei Treffer, ein Sternsymbol. Sternsymbol wie eben beim Rebellentruppler, eine Leerseite. So, haben wir noch übrig? Crit, Hit und Hit. Bei einer leichten Deckung darf jetzt ein normaler Treffer negiert werden. Sollte es sich um eine schwere Deckung handeln, wird sogar ein zweiter Treffer negiert. Kritische Effekte haben den Vorteil, dass sie niemals negiert werden können. Von Deckung, Ausweichen oder sonstigen Effekten. Nächstes Szenario. Zielen. Wenn eine Einheit, die als eine ihrer Aktionen sich fürs Zielen entschieden hat, darf sie bei einem Angriff in der gleichen Runde zwei Würfel wiederholen von ihrem Angriffspool. Beispiel hier, wir haben einen Crit, einen Hit und zwei Leerseiten. Entsprechend sagen wir, ich nehme meinen Zielmarker und wiederhole die zwei Leerseiten. Würfel, Würfel, Würfel und hätte jetzt als Beispiel noch einen Treffer und noch einen Crit. Nicht so wahrscheinlich, aber kann ja passieren. Jetzt die verteidigende Einheit. Die Düsenschlitten haben erstmal hier die Sonderregel Deckung 1. Das heißt, sie zählen immer als in mindestens einer Deckung. Das heißt, sie können schon mal einen von diesen Würfeln negieren. Was wichtig zu betrachten ist, man kann nie besser als eine schwere Deckung haben, selbst durch solche Effekte. Das heißt, selbst wenn ein Düsenschlitten sich hinter einer normalen schweren Deckung befinden würde, würde diese Sonderregel sie nicht auf 3 erhöhen, weil das maximal 2 ist. Was sie allerdings noch machen können, ist ihren Ausweichtoken zu verwenden. Wenn eine Einheit kann nämlich auch als Aktion Ausweichen wählen. Diesen Token kann sie dann ganz normal, ähnlich wie eine Deckung, ausgeben, um einen zusätzlichen normalen Treffer zu canceln. Nur die Crits kommen weiterhin durch und gegen die müssen ganz normal Rüstungswürfe abgehandelt werden. Wenn man beim Schießen auf feindliche Fahrzeuge schießt, kann es sehr oft vorkommen, dass sie die Sonderregel Panzerung haben. Panzerung sagt, dass solange du verteidigst, negierst du alle normalen Treffer. Das kann zum Beispiel zum Problem führen, dass normale Sturmtruppler hier mit ihrem Blastergewehr, wenn sie auf den AT-RC schießen, zwar durchaus ein beachtliches Ergebnis von, sagen wir mal, 3 Treffern erzielen, aber damit keinen Schaden machen, weil einfach der AT-RC sagt, nö, normale Treffer interessieren mich nicht. Da muss schon ein beispielsweise Crit passieren, dass da überhaupt ein Rüstungswurf vom AT-RC abverlangt wird. Das heißt, quasi nur auf 1/8 Chance. Passiert jetzt nicht so häufig. Dafür hat man Panzerabwehrwaffen mit. Hier oben, die Elitenleute, haben einen Raketenwerfer oder einen H-12 Sturmtruppler dabei, der mit seiner Waffe ein Unterstützungsfeuer geben kann für den gesamten Trupp. Wir haben also erstmal die 3 normalen Würfel der Sturmtruppler und die 3 Extrawürfel des Raketenwerfermenschens. Jetzt schießen sie auf ihn. Was sorgt das dafür? Diese Waffe hat die Sonderregel Wucht 3. Wucht 3 sagt einfach nur, wenn du auf einen feindlichen Einer ziehst, die Sonderregel Panzerung hat, drehst du entsprechend der Zahl der Wucht normale Treffer in Crits um. Sollte es zum Beispiel auch mal kommen, dass du einen Trupp hast, der die Sonderregel Wucht 2 von sich aus hat und bekommt eine Waffe dazu, die nochmal Wucht 1 gibt, addierst du das. Also wenn man solche Regeln hat, addieren die sich zueinander und man hat dann ein finales Ergebnis. Bei dem Beispiel 2 hier unten hätten wir 3 normale Treffer, einen kritischen von Grund auf, eine Leerseite und einen Stern. Stern, wichtig bei Sturmtruppen, wird zu einem normalen Treffer.
Jetzt haben wir natürlich die Sonderregel Wucht 3, was dafür sorgt, wir nehmen 3 von unseren Ergebnissen und machen daraus kritische Treffer. Womit wir beim Angriff gegen den AT-RT 4 Crits haben, die ein normaler Treffer wird trotzdem immer noch von der Panzerung negiert. Gegen diese 4 Würfel muss der AT-RT sich jetzt ganz normal mit Verteidigungswürfen verteidigen. Wichtig ist hier auch wirklich zu beachten, da der Raketenwerfer zusammen mit der Einheit schießt, addiert sich die Wucht auch zusammen. Auch wenn nur er die Wucht in den Angriff reinbringt, kann er trotzdem mit seiner Regel die normalen weißen Würfel der Sturmtruppler in Crits umdrehen. Hier addiert man alle Keywörter, Schlüsselwörter, wie man das nennen möchte, eine Einheit zusammen, um den entsprechenden Effekt zu haben. Sollte beispielsweise noch irgendwas sagen, der Gegner hätte niemals Deckung, würde auch dieser Punkt in den Würfelpool dazukommen. Um noch mal ein kleines Überfallszenario zu haben. Die Rebellen schießen auf die Sturmtruppler und haben ein beachtliches Ergebnis von insgesamt 6 Treffern hingelegt. Die Sturmtruppen mussten entsprechend verteidigen und haben 3-mal verteidigt. Jetzt haben wir natürlich 3 Wunden hier übrig. Nehmen wir mal den ganzen Pool hier. Weg, weg. Bleibt das übrig. 3 davon werden durch Schilde negiert. Haben wir noch 3 Schaden, das heißt 3 Lebenspunktverluste. Sturmtruppler, ganz normal, 1 Lebenspunkt für jeden Verlust. Geht ein Modell raus. 1, 2, 3. Der Kommandant bleibt am Ende immer übrig. Manchmal kann es durch, man sieht zum Beispiel ein bestimmtes Modell nicht, nehmen wir als Beispiel ganz mal hier, ich packe hier mal so einen Felsen hin. Und zum Beispiel, Sie würden den Kommandanten sehen, aber nicht den Truppenmenschen, der da hinten steht. Der kann nicht sterben durch diesen Beschuss. Du kannst nur töten, was du auch wirklich siehst. Dadurch kommt es zu dem Punkt, dass der Kommandant vor ihm sterben würde. In dem Fall gibt es hier hinten eine Feldbeförderung und wir ersetzen das Truppenmodell durch den Kommandanten. Fällt wieder weg. Entsprechend haben wir jetzt hier unseren Kommandanten übrig und er wurde beschossen. Und bei dem Beschuss, der auf ihn kam, war mindestens ein Erfolg. Selbst wenn der gesamte Trupp alles verteidigt hätte und keinen einzigen Mann verloren hätte, bekommt er trotzdem einen Niederhaltenmarker. Jedes Mal, wenn eine Einheit auf diese Weise beschossen wird, bekommt sie einen Niederhaltenmarker. Was sagt Niederhalten? Wenn du aktivierst, kannst du erstmal versuchen, Niederhaltenmarker abzubauen. Wichtigen Punkt noch nebenbei. Sobald eine Truppe einen Niederhaltenmarker hat, zählt sie als +1 für Deckung. Das heißt, leichte Deckung wird zu schwerer Deckung bleibt, wie sie schwer ist und im Offenen bist du in leichter Deckung. Mindestens beliebig viele nach oben hin. So, jetzt aktivieren wir eine Einheit mit einem Niederhaltenmarker. Wir nehmen also einen weißen Würfel und versuchen, ein Schild zu würfeln. In dem Fall nicht. Sobald eine Einheit aktiviert und noch mindestens einen Niederhaltenmarker am Ende übrig ist, sind sie niedergehalten und können nur eine Aktion durchführen, statt ihre normalen 2. Damit sind sie ein bisschen eingeschränkt. Am Ende eines Zuges, muss man immer bedenken, entfernt jede Einheit, die noch Niederhaltenmarker hat, einen Niederhaltenmarker von sich. Eine Option ist auch, wenn eine Einheit aktiviert, kann sie sich auch zum Beispiel sammeln. Was ist ein Sammeltest? Erstmal entfernt man alle Niederhaltenmarker, die die Einheit hat. Und zusätzlich kann man, wenn man Waffen hat, die getappt wurden, als Beispiel von eben, der Raketenwerfer ist eine Waffe, die du tappst, sobald du sie verwendest. Und sie wird erst wieder enttappt, sobald du einmal die Aktion Sammeln gemacht hast. Oder jemand anders sagt dir, dass die Karte enttappt wird, aber normalerweise nur durch Sammeln. Was haben wir noch mit Einheiten? Manche Einheiten verfallen auch gerne mal in Panik. Was ist Panik? Sobald du doppelt so viel Niederhaltenmarker auf deiner Einheit hast, wie der Moralwert in deiner Einheit ist, beispielsweise ein Sturmtruppler, Moral 1, jetzt hier 2, er hat keinen weggelegt und aktiviert und schafft es auch nicht mit den 2 Würfeln unter das Doppelte runterzukommen, flieht die Einheit, oder besser gesagt, verfällt in Panik. Das heißt, sie bewegt sich eine volle Bewegung Richtung der nächsten Spielfeldkante. Wenn das zum Beispiel jetzt hier hinten wäre, müsste sich die Einheit voll hierhin bewegen. Eine wichtige Sache von Kommandanten ist, dass sie ihre Moral in Umkreis verteilen können. Und zwar in einem Umkreis von 2. Das heißt in dem Sinne, so ein schönes Doppelstäbchen. In dem Umkreis beispielsweise würde Luke
seinen Moralwert von 3 verteilen. Das ist wichtig für Panik. Das heißt, die Moral von den kleinen Rebellen hier ist nicht 1 und deswegen Panik verfallen bei 2, sondern sie ist für Panik 3. Das heißt, sie verfällt erst in Panik, wenn sie 6 Niederaltenmarke auf sich hat und dann beim Nachaktivieren immer noch 6 drauf hat. Erst dann rennt sie weg. In der Umkreis eines wichtigen Heldens entsprechend flieht man nicht so häufig. Wichtiger Punkt hier fürs Imperium noch zu betrachten, Vader hat einen Moralwert von Strich. Das heißt, A, er hält niemals selbst Niederhaltenmarker und B, keine Einheit in Umkreis von 2 zu Vader flieht jemals. Niemand flieht, wenn Vader es sieht. Eine Aktion, die auch nur Truppler ausführen können, ist die Bereitschaft. Fahrzeuge können das nicht. Wie macht man Bereitschaft? Eine seiner 2 Aktionen kann man als Bereitschaft wählen. Danach darf man allerdings keinen Angriff oder eine Bewegung mehr durchführen. Meistens ist es also die 2. Aktion. Nehmen wir zum Beispiel hier unsere kleinen Flottentruppler, die sich quasi Bereitschaft schon gestellt haben. Also noch nicht ganz, aber schon ziemlich. Die machen jetzt als Aktion 1 Ziel und als Aktion 2 sagen sie Bereitschaft. Was macht Bereitschaft? Wenn eine feindliche Einheit eine Aktion, also eine von ihren 2 Aktionen, in einer Reichweite von 2 um diese Einheit beendet, zum Beispiel hier kommt der kleine Kommandant mit seiner kleinen Patrouille um die Ecke gelaufen und ahnt nichts Böses, sagt jetzt der Rebellenspieler, Halt! Ich möchte meinen Bereitschaftsmarker einsetzen, denn du hast deine Aktion beendet im Umkreis meines Kommandanten in einer Reichweite von 2. Jetzt wird der Marker ausgegeben. Jetzt hat der Rebell die Option, entweder A, sich zu bewegen, oder B, zu schießen auf die Einheit, die gerade die Bereitschaftsmarke ausgelöst hat. Kommen wir noch zu einem wichtigen kleinen Aktion, und zwar des Nahkampfes. Wenn man seine Bewegung in Base-Kontakt zu einem feindlichen Modell beendet, gilt man als im Nahkampf. In dem Fall müssen sich feindliche Modelle der feindlichen Einheit im Base-Kontakt mit dir bewegen. Solltest du selbst natürlich eine Einheit sein, platzierst du erstmal alle deine Modelle, ermöglicht Base-Kontakt mit vielen feindlichen Modellen. Solltest du beispielsweise hier nur 1 haben, muss der Gegner danach seine hinterherrücken. Und dann hat man, wenn man noch eine Aktion frei hat, die Option sofort zuzuschlagen. Vader kann das sogar automatisch, einmal gratis, nachdem er angegriffen hat, eine Attacke auszuführen. Vader hat dafür, nehmen wir ein schönes Beispiel, 6 rote Würfel mit seinem Lichtschwert. So, schauen wir mal. Wir haben hier 5 Ergebnisse. Jetzt verteidigen die kleinen Flottentruppler dagegen. Na, haben sie es denn. Ja. 5-mal nichts verteidigt. Aber selbst wenn wir hier im besten Fall und auch im allerunwahrscheinlichsten Fall 3 Verteidigungswürfel von den Trupplern hätten, hat Vader immer noch die Sonderregel Wucht 3. Wucht 3 sagt einfach, wir negieren einfach 3 von solchen Verteidigungswürfeln. Kurzum, 5 Schaden, 5 Modelle, 5 kleine Rebellen durch die Hand des dunklen Lords, naja, in eine bessere Welt katapultiert. Eine wichtige Sache, die man auf jeden Fall noch erwähnen sollte, nach dem Aktivieren einer Einheit wird der Befehlsmarker der Einheit verdeckt neben die Einheit gelegt, damit man anzeigt, dass diese Einheit für diesen Spielzug durch ist. Sollte man beispielsweise eine Einheit aus dem Pool aktiviert haben, zum Beispiel nehmen wir hier Darth Vader, wird der aus dem Pool generierte Marker verdeckt neben ihn gelegt. Sollte es sich um eine Einheit handeln, die auf dem Feld einen Befehl erhalten hat, wird nach der Aktivierung ihr offener Marker verdeckt gelegt, um auch damit anzuzeigen, dass sie durch ist. Sobald alle Einheiten auf dem Feld damit also einen verdeckten Marker neben sich haben, symbolisiert man quasi damit, dass die Runde durch ist und der Zug damit zu Ende. Sollte eine Einheit ausgeschaltet sein, bevor sie ihren Befehlsmarker erhalten konnte,
wird, sobald der Befehlsmarker gezogen wurde, beiseite gelegt und ein neuer gezogen. Wichtig hierbei zu beachten ist, sollte man mehrere Einheiten des gleichen Trupps natürlich haben, muss man so lange noch entsprechende Einheiten aktivieren, bis man nicht mehr in der Lage ist dazu. Beispielsweise wieder 6 Truppeinheiten, eine ist tot, du hast noch 5 im Vorrat und ziehst, wenn du jetzt einen Trupper ziehst, darfst du den nicht zur Seite legen, weil du ihn erst bei einer aktiven Einheit, die du noch aktivieren kannst, hinlegen musst. Als letzte Aktion einer jeden Spielrunde dreht der aktive Spieler, also der mit der Initiative diese Runde, den Rundenmarker 1 weiter. Damit haben wir also alles durchgenommen, was man für eine Runde Star Wars Legion braucht. Wie erstelle ich mir meine Streitmacht? Wie erstelle ich mein Kommandodeck? Und dann, wie wird die Szenario ausgesucht? Die Aufstellung, die Begleitelemente, die da passieren können und das Spiel selbst in seinen Aktionen. Natürlich geht das Ganze noch viel ins Detailreicher mit Aktionen, die manche Karten selbst haben, also Spezialaktionen, die nur bestimmte Einheiten verwenden können. Aber im Groben waren das alle wichtigen Sachen, die man braucht, um Star Wars Legion spielen zu können. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, dass ihr auch kein weiteres Video verpasst. Und läutet die Glocke, dann seht ihr immer sofort, wenn wir was Neues hochladen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr dieses Video schaut. In dem Sinne, macht's gut!